Hallo, mein Name ist Andi Kämmerer. Ich bin seit über 20 Jahren im Bereich Sportboden, Tennisboden tätig und mache für die deutschen Damen und Herren, wie auch für die Schweizer Damen und Herren, den Boden, wenn in der Halle auf Hardcourt gespielt wird. Normalerweise sind wir in der Lage, mit diesem System, das man jetzt hier sieht, den Boden in gut 5 Stunden aufzubauen. Das heißt, vorher kommt der LKW an, bringt diese 14 Kisten, passen genau auf einen großen Sattelzug, bringt da rein, die Kisten werden abgeladen, aufgeteilt, dann sind wir ungefähr 8 Mann, die dann den Boden mit Schaum und dann den bereits vorbeschichteten Holzplatten verlegen und verschließen. Das ist jetzt hier für diesen speziellen Boden die 15. Veranstaltung bereits. Mit dem gleichen Boden. In der Zwischenzeit wurde er nur einmal nachbeschichtet. Der hat erlebt einiges an Fed Cup Davis Cup Events. Unter anderem haben die Schweizer Damen auch in Zielona Góra gegen die Polen genau auf diesem Belag gespielt. Ja, im Volksmund würde man sagen, der ist recht zügig. Der ist schon von der schnelleren Sorte. Das heißt, die Oberfläche ist relativ glatt mit weniger Quarzsand, als man es normalerweise wahrscheinlich hätte. Ich glaube, dass die ganze Angelegenheit sowieso sehr, sehr ausgeglichen ist. Es kommt immer auch ein bisschen auf die Tagesform an. Ich glaube, dass jetzt auch nach den Trainingseindrücken, dass sich alle einigermaßen wohlfühlen auf dem Platz und jede ihre individuelle Stärke dann ausspielen kann. So, hier ist ein kleiner Ausschnitt sozusagen von dem jetzigen Belag mit der gleichen glatten Beschichtung wie gewünscht. Die meisten Spielerinnen haben schon unterschrieben. Es fehlt noch Martina und Angie. Die beiden Grand Slam-Sieger dürfen sich noch etwas Zeit lassen, bis sie unterschreiben. Das machen wir immer so als kleine Erinnerung an die verschiedenen Events. Und ja, ein kleines Erinnerungsstück.